Gigatisch. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Wir spielen alle wie Flasche leer. Oh, schön. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Können wir... Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Aber was macht... Ups, wir werden... Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum... Aber was machst... Ups, wir... Okay, hallo, Peter. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Edna ist so böse. So einen Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Oh doch. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Sehr ermutigend. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Ganz sehr gut motiviert. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Böse Edna. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Oh, was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft.
Was ich damit sagen will... Motivationstrainerin, Edna. Ja, was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Wir müssen 11 Pferde besorgen. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Oh, das tut mir so leid. Harvey. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Scheint mir eine besonders trübe Tasche zu sein. Willst du mein spitzes Stuhlbein? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalt's ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Ach Mensch. Soll ich dich von deinem Leiden befreien? Welches Leiden meinst du? Naja, das Gesicht, die jammervolle Erscheinung, der fehlende Lebenszweck, das unstimmige Gesamtgefüge der überflüssigen Peter-Existenz halt. Ich komme drauf zurück. Willst du es schriftlich? Will ich was schriftlich? Dein Leben ist vergurkt. Wie ein teurer Gebrauchtwagen. Nicht versichert und gegen die Wand gefahren. Mensch, Edna. Danke. Schon gut. Ich denke, das kann ich auch so behalten. Allgemeine Stimmungskontrolle. Seufzen Sie mal in dieses Röhrchen. Wie ich es mir dachte. Nichts als Trübsal. Etwas Senf zum Selbstmitleid? Wozu? Dadurch wird mein Leben auch nicht weniger ungenießbar. Etwas Ketchup zum Selbstmitleid? Wozu? Dadurch wird mein Leben auch nicht weniger ungenießbar. Willst du einen Topf? Wozu? Mein Leben köchelt nur noch auf Sparflamme. Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Ach nein. Willst du dieses stumpfe Buttermesser? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalt's. Ich habe es nicht. Diese Anti. Das Leben ist wie eine Suppe, die man mit großen Löffeln essen sollte. Aber du, Peter, hast nur eine Gabel. Du erinnerst mich an diese Topflappen, Peter. Ach ja? Weniger an den Topf und mehr an den Lappenanteil. Zugegeben. Aber ja, du hast was Topflappiges. Das sage ich Modi auch immer. Tja, kein Anruf für Peter. Sein Leben ist keinen Groschen mehr wert. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Oh. Das ist er weg. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Nur schade. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein?
Einen Kaffee, bitte. Steht nicht auf der Karte. So. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Tja, also. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Biggidi-Baggidi-Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was steht denn auf der Karte? Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Steht aber nicht auf der Karte. Ja, vielleicht können wir es auf die Karte schreiben. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was? Nichts. Ich bin gerade nicht durstig. Oh, die Karte. Wir danach bestimmt nie wieder brauchen. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Nichts. Können wir, was wir noch nicht gemacht haben, alles mit einem Inventar zu kombinieren. Das könnten wir mal machen. Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Das klappt so nicht. Was soll ich schreiben? Kaffee. Okay. Was soll ich schreiben? Wasser? Okay. Was soll ich schreiben? Biggidi-Baggidi-Boo. Okay. Und? Was soll ich schreiben? Edna Surprise. Okay. Ja, ich hätte gern einen Drink. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst draufgeschrieben. Gib es zu. Ach, schade. Barmann, aber einen Kaffee, bitte. Steh! Und wie das auf. Was? Lass mich. Witz, das ist besser. Okay, wir müssen den Tisch aufklären. Kannst du für mich was Zusätzliches auf die Cocktailkarte schreiben? So läuft das hier nicht, Kleines. Entweder du bestellst, was auf der Karte steht, oder du suchst dir eine andere Bar. Ja. Ein Becher. Können wir den Becher einstellen und Kaffee holen? Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Kaffee. Kaffee. Sehr schön. Nicht
gerade ein lauschiges Plätzchen. Wer rastet der Roastbeef? Die will ich nicht. Unsichtbare? Bist du das? Wer sonst? Aha. Unsichtbar. Was hältst du davon, Harvey? Hui! Eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standard-Greifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Alter. Diese Sitzgruppe hat sie noch alle. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Das klappt. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Oh, der sitzt bereits lebenslänglich. Nein, danke. Ich esse lieber im Es gibt dezente Unterschiede zwischen Sitzkissen und Topflappen. Erklär sie mir. Es sei denn, es hat was mit heißen Hintern zu tun. Dann behalt's lieber für dich. Nein, danke. Nein, danke. Die kommt ja... Wie soll sie dann... Nein, danke. Nein, danke. Aschenbecher. Ich fange mit dem Rauchen an, wenn ich hier draußen bin. Versprochen. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Mhm. Wie armselig. Das soll ein Aschenbecher... Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Egal. Ui, der Geruch von kalten Kippen. Hast du etwa wieder mit dem Rauchen angefangen, Harvey? Nein, ich habe nur mit dem Lügen aufgehört. Ui, nein. Ich hab's. Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Darauf lässt... Ich hab's! Send! Gib's auf, dieser Asch... Okay. Dann raus hier. Was sind wir mit Snow? Ein Löffel. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Das ist zwar ein Starten, aber okay. So, ich hätte mal Kaffee. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Bach, lecker. Ohrenschmalz. Bach, im Becher. Bach. Wir schauen hier nochmal kurz rein. Oh. Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Wie romantisch. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Sehr schön. Das war ein Becher mit Ohrenschmalz. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Das ist doch bestimmt ein Drogebecher. Was sonst soll es Drogebecher heißen? Der arme Junge. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernstein-Minen.
What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für meine Deno-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber such ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Deno-Army über die Globus marschieren. Huaha, huaha. Okay, wir brauchen eine Fliege oder so. Hier, ein wenig Dünger. Nicht alles aufbrauchen. Okay, haben wir irgendwas mit Metall, was wir jetzt Fliege... Ich habe keine Topflappen gebraucht, um den Ohrenschmalz in meine Tasche hineinzubekommen. Warum sollte ich sie brauchen, um ihn wieder herauszuholen? In den falschen Händen kann Lobby zu einer gefährlichen Waffe werden. Das stimmt. Ich lasse das jetzt an. Mach das Licht mal wieder aus. Ja. Verflucht, Harvey! Wie, was? Verflucht! Harvey, hatte ich nicht auch die Fähigkeit, Schlösser mit Zickzackscheren zu knacken? Vielleicht im zweiten Teil. Tja, schade. Und nun? Jetzt habe ich keinen Plan mehr. Können wir mit ihm nochmal reden? Ich bin dumm mit seinem. Hey, Alu! Hallo, Edna! Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir den Kleid zum Ein-, zum An-Ein. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf. Gut, dann würde ich hier. In den Pausenraum, in dem Aufenthaltsraum, wo wir angefangen heute haben, aufhören für heute. Ja, aber wir sind weitergekommen, deutlich weiter. Ich speichere das Spiel gerade mal. So, sehr schön, na dann.